Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf On The Hills zusammen mit David. Hallo. So, ernten, ernten, ernten. Das Schöne ist ja an dem Drescher, gerade habe ich ein bisschen drauf gemeckert, der zieht halt bergauf auch seine 9 km/h durch, ne? Ja, immerhin. Das ist eigentlich das Schönste. Wenn man auch hier ja, am der Hang... Der hat jetzt auch genug Leistung, also... Ja. Ist halt jetzt kein Krampf mehr. Weil unsere alten Youngtimer waren teilweise dann doch ein bisschen überfordert. Ja, Steigung. Schon. Also jetzt geht's eigentlich ganz gut. Oh, und ich sitze auch endlich mal, wie gesagt, ein bisschen in dem Fan von dir. Ist schönes Gerät, gefällt mir gut. Ah, der Fan ist schick, auf jeden Fall. Gut, dass ich den gefunden habe auf der einen Seite da. Ja. Ich finde das auch so, der 700er ist schon wieder einen Tacken zu groß. Und wenn du den 700er nur als 716 nimmst, hat er auch noch so einen kleinen Motor für das große Ding. Ja, da habe ich lieber so einen kleinen, kompakten, aber mit dicken Motor. Wenn wir halt nachher mal, wie gesagt, wieder ein bisschen Geld haben, ein bisschen größer werden wollen, da habe ich ganz schicke Mods schon gefunden. Ja, ich habe da auch schon so ein, zwei Sachen, wo ich schon ewig mal Bock drauf habe. Gut, hier kann ich möchte zum Beispiel mal. Weil ich da eigentlich in den letzten LS-Teilen immer sehr, sehr wenig von hatte und auch, glaube ich, bis jetzt in diesem LS mal auf Saatengrün setzen. Auf was? Saatengrün. Die Farbe von Glas. Ach so. Okay. Da habe ich mal Bock drauf irgendwie. Hm? Mal gucken. Nicht so ein ganz so großer, aber halt schon so ein mittelgroßer. Wäre schon ganz cool, ne? Ja, da geht definitiv was. Es gibt ja wunderschöne Mods. Ja, und mittlerweile merkt man, dass bei Klaas auch ein bisschen mehr los ist, so schleppermäßig. Einfach, weil es eine der wenigen Marken ist, die fehlt. Und nicht mehr so viele fehlen wie früher. Und deshalb können sich die Modder da, denke ich, auch ein bisschen mehr drauf konzentrieren. John Deere und Klaas Mods, ne? Ja, klar. Ja, aber ich wollte noch weiter erzählen. Ich habe ja schon in der letzten Folge so ein bisschen meine Empfehlung für Airbnb rausgegeben. Von Oslo aus sind wir dann Richtung Trondheim gefahren. Das sind so 500-600 Kilometer einmal quer durchs Land. Das war ehrlich gesagt auch ziemlich hart, weil du fährst halt die ganze Zeit durchgehend 80 quasi und nur Landstraße. Und dann halt auch einfach mal so, weißt du, dass dir das Navi sagt, in 300 Kilometern am Kreisverkehr die zweite Ausfahrt verlassen. Dass du dir einfach so denkst, okay, in 300 Kilometer, frag mich in 4 Stunden nochmal so nach dem Motto. Ja, klar. Das ist schon heftig. Gab es auch alle Straßen, die es Navi angezeigt hat, oder ja. Gab es da auch irgendwie böse Überraschungen? Also mein Kartenmaterial ist nicht ganz aktuell, weil ist ein bisschen teuer, das abzudaten. Also ja. Da hast du teilweise gemerkt, wenn du jetzt eine nagelneue Straße hattest mit neuen Kreisverkehren oder so, dass dann der Verlauf der Straße teilweise noch im Navi anders war, aber dann hat man ja auch gesehen, wo will man hin, ne? Ja, und klar. Dann passt das auch wieder. Ja, auf jeden Fall, da haben wir dann eine Nacht gecampt, dann waren wir in Trondheim, da hatten wir ein richtig cooles Hotel, haben uns dann den Ort angeguckt, waren abends Burger essen, das war auch ziemlich lecker. Preislich? Preislich war das in Ordnung da, also in Ordnung gut, für Burger vielleicht auch wieder teuer, aber Skandinavien ist halt generell ein bisschen teurer, ne? Damit muss man ja, halt einfach... Ja, haben wir ja schon in einer früheren Folge drüber gesprochen, ja. Ja. Also gibt schon einige Sachen, wo du dir denkst, okay, ist das ein bisschen teuer, ja. Und war das irgendwas Spezielles oder so ein Burger, wie du ihn halt bei uns auch kennst? Also du konntest, ja, halt so ein guter Burger, ne, da gibt es ja verschiedene, also es war jetzt nicht so Meckes-mäßig, also sondern es war, oder so. Du hattest da halt so Standard-Burger, sag ich mal, das Übliche, so was weiß ich. Doppel-Cheese und hast du nicht gesehen und du konntest halt auch ein bisschen konfigurieren, sag ich mal. Konntest sagen, okay, ich hätte gern Doppelfleisch, Gorgonzola und sowas, ne? Also so ein bisschen variieren konntest du. Das war auch echt ziemlich lecker. Also es war schon ein echt guter Burger. Ich glaube, der lag aber auch na 20, 25 Euro hat er, glaube ich, gekostet. Waren wenigstens Pommes frites dabei? Ja. Okay. Meine schon. Bist du ein Gorgonzola-Esser? Ich finde Gorgonzola auf Burger ist richtig geil. Ja, das stimmt. Gorgonzola und Bacon. Ja, das ist schon... Ah gut, die bringt beide Ultra-Würze mit. Ja. Das ist schon krass. Ich mach mir auch gerne ab und zu so Gnocchis mit Gorgonzola-Soße. Oh, der Hammer. Ja, Gorgonzola viele kommen damit nicht klar, weil es halt ein Schimmelkäse ist, der halt durch den Schimmel reift. Ja, aber ich esse den auch gerne auf dem Brot. Ja, das stimmt.
Obwohl, ich kann nicht alle Sorten auf dem Brot essen. Also wenn er mir zu intensiv ist, dann verarbeite ich ihn lieber in der Soße und mache mir dann lieber da eine tolle Soße bei irgendwie in der Beilage dabei. Ja. Da habe ich dann mehr Bock drauf, als dann den irgendwie sonst auf einem Brot zu essen. Oder ich esse ihn lieber pur mit Trauben oder sowas dann. Das mache ich auch ab und zu ganz gern. Käse, verschiedene Käsesorten kaufen und dann mit entweder einem Glas Wein oder Wasser, je nachdem, was man halt trinken darf oder möchte. Und dann Trauben dazu und dann viele verschiedene Käsesorten. Da hatte ich auch letztens einen geilen Käse, es war ein Ziegenkäse mit Espresso-Kruste. Also Espresso war rundherum um den Käse rum als Rand. Okay. So, habe ich noch nie gesehen. Jetzt, oh, super lecker. Gab es bei uns im Kaufland. Das ist echt super geil gewesen. Der Käse war gut und zusammen mit dem Kaffeebohnen, also mit den Espresso-Bohnen, die gemahlen sind am Rand, das war eine super geile Kombination von dem Geschmack. Kann ich echt empfehlen. Also wenn jemand Bock hat auf Käse oder gerne Käse isst, kann er ruhig mal probieren. Ist zwar ein bisschen teurer als normaler Emmentaler oder sag ich mal die Standardkäsesorten, die wir hier so kennen. Aber ich finde, es lohnt sich. Muss man ja auch nicht jeden Tag essen. Genau, richtig. Ja, da gibt's auch so einen, boah, wie heißt der nochmal, da gibt's so einen braunen Käse in Norwegen. Der sieht so ein bisschen aus wie Schokolade. Also wie helle Schokolade. Der ist auch relativ beliebt. Ist auch ganz lecker. Ich glaube irgendwas mit B am Anfang, keine Ahnung. Ja. Wer sich dafür jetzt interessiert, kann probiert? Das ja mal googeln. Ich habe den probiert, ja. Welche Richtung schmeckt der? Ist der auch eher nussig oder? Ja, ich würde auch eher sagen, so Richtung nussig eher. Okay. Ist auch irgendwie von der Konsistenz her so ein bisschen interessant. Weiß nicht. Also war auf jeden Fall. Also kein Hartkäse, sondern eher so weich, oder? Ja, irgendwie, also es ist schon so ein Block. Aber der schmiert jetzt nicht so richtig. Ja, weiß nicht, ich kann es irgendwie gerade schlecht erklären. Okay. Ich schaue es vielleicht mal später. Ja, oder vielleicht kennt ihr jemand, der zuguckt und auch schon in Skandinavien war und kann auch vielleicht in die Kommentare das Ganze schreiben. Ja, auf jeden Fall, das war eigentlich ganz geil. Trondheim fand ich generell ganz schön. Mein Bruder war ja für ein halbes Jahr in Trondheim. So ein Auslandsjahr gemacht. Und deshalb hatte der mir auch da ein, zwei Tipps geschrieben. Da gibt es zum Beispiel so einen alten Fernsehturm, wo oben drin ein Restaurant ist, was auch gar nicht so teuer ist, mit Pizza-Buffet. Da konntest du, glaube ich, hättest du für 15 Euro so viel Pizza essen können, wie du wolltest. haben wir aber nicht gemacht, weil wir waren ja nur einen Abend im Endeffekt da und wir haben uns für Burger-Essen entschieden. Und da dieser Turm dreht sich halt oben ganz langsam und du siehst dann halt diese Bucht mit Trondheim, die Berge im Hintergrund und so, ist richtig cool. Wie viele Einwohner hat Trondheim? Weißt du das? Ich glaube sowas bei 200.000. 200, 250.000, viel mehr auf jeden Fall nicht, würde ich jetzt sagen. Die Orte haben ja alle nicht so viel. Also ja, wir haben die drei oder vier größten Orte besucht mit Bergen, Trondheim, Oslo, Kristiansand oder so. Wo das letzte Kristiansand noch, sage ich mal, für mich persönlich so das Unbekannteste ist. Kristiansand ist halt im Endeffekt einfach nur dafür bekannt, dass es die Fährverbindung ist nach Dänemark, würde ich jetzt so sagen. Ja, genau, richtig, aber sonst kennst du es ja eigentlich nicht. Ja, ich weiß, es ist um die 100.000 Einwohner, glaube ich, oder so, was für Norwegen dann wieder groß ist. Gut, klar, kommt halt durch die, wie gesagt, durch die Fährverbindung, die du angesprochen hast. Ja. Ja, von Trondheim aus sind wir dann runtergefahren Richtung Trollstigenpass. Habe ich dir, glaube ich, auch mal gezeigt, ne? So eine krasse Passstraße da. War eigentlich ganz schön. Da haben wir auch direkt unten gecampt an einem Campingplatz. Das war auch schön. Da hatte mein Kollege dann eine Zecke in der Schulter am nächsten Morgen, die sich schön reingesaugt hat. Die habe ich ihn dann operativ entfernt. Ah, fachmännisch, ja. Ja, mehr oder weniger. Aber ich habe sie rausgekriegt, auch ein ganzes Stück. Super. Ich hatte ja selber noch nie eine Zecke. Bin ich auch ganz froh drum. Haben wir auch die ganze Zeit dann immer Witze gemacht, ne? Die übertragen ja diese Hirnhaut. Borreliose. Ja. Aber dann habe ich mal gegoogelt, die ist in Norwegen, verbreiten die das wohl nicht, und in Schweden, so die Ecke, da oben im Norden. Und Zecken kommen doch eh generell dahin, wo es eher feucht und warm ist, oder? War immer zumindest meine Vermutung bisher. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, da oben gibt's die, aber die übertragen halt wohl höchst selten dieses Virus.
Ja, auf jeden Fall war das ja immer so ein Witz, von wegen am selben Tag irgendwie haben wir noch geguckt, wo wir unterkommen und dann irgendwie von wegen, ja, erfrieren wir heute Nacht oder so und dann, ach so, ja, schade, du stirbst ja eh wegen deiner Zecke. Also immer da ein bisschen drauf rumgeritten dann. Ja, die nächsten 2-3 Tage war es immer so der Running Gag, die Zecke. Ja. Ja, auf jeden Fall. Trotzding war eigentlich ganz cool, die Passstraße da hoch. Es hat nur leider ziemlich geregnet. Und als wir dann oben waren, kamen auch noch so ziemlich die Wolken runter. Das bedeutet, du hast nach unten geguckt, in 20 Meter Entfernung nur noch weiß. Ja. Also den Ausblick konnten wir da weniger genießen. War ein bisschen schade. Und dann sind wir durch Geiranger gefahren. Das ist auch ein sehr berühmter Ort eigentlich, weil der so, der Fjord, der dahin führt, ist halt relativ groß und tief. Und das liegt so in der Bucht. Sieht richtig schön aus auf Bildern. Aber da kommen halt die ganzen Schiffe hin, die ganzen Kreuzfahrtschiffe, die da langfahren und machen da dann häufig einen Stopp. Und da lagen gerade auch 2 oder 3 Kreuzfahrtschiffe in dieser Bucht. Und die Dinger sind ja riesig und kommen so viele Leute raus. Die Stadt war mehr oder weniger komplett überrannt. Du konntest da beim Durchfahren, musstest du an jedem Zebrastreifen schon ewig warten und so. Und da haben wir dann gesagt, ja gut, wir fahren weiter. Das ist auch ein kleiner Ort, ne? Und dann so komplett überrannt. Das war, fand ich, ehrlich gesagt, das war so eine Sache, die mich ein bisschen gestört hat. Ja, klar. Aber es ist halt irgendwie so überhyped. Ja, dann war, glaube ich, eine Nacht Camping, wenn ich mich nicht täusche. Ja, genau, dann war eine Nacht Camping. Und dann waren wir auch schon bei dieser Villa, wovon ich in der letzten Folge erzählt habe, Airbnb. Villa Trolltunga. War richtig cool. Sind wir abends angekommen, haben dann noch am selben Abend ein bisschen was gegrillt und sind dann am nächsten Morgen um 4 Uhr hochgelaufen zu Trolltunga. Ich glaube, gegen 10 Uhr oder so waren wir dann wirklich an dem Berg, an diesem Fels. Das fand ich sehr beeindruckend. Also das Bild hat mir auch sehr gut gefallen. Da wollen auch, jeder geht da, also das ist eine richtige Schlange, obwohl ich glaube, die reine Wanderroute sind 14, 15 Kilometer und wir hatten halt von unserem Haus aus, mussten wir auch noch dahin. Und das sind nochmal 2-3 Kilometer, ne? Und dann, also man konnte so ungefähr bei uns sagen, vom Berg, von unserem Haustür aus zum Berg, wieder zurück, waren 40 Kilometer, also ziemlich genau. Der Kollege von mir hatte eine GPS-Uhr, irgendwie 39,8 oder irgendwie sowas kam da am Ende raus. Oder wisst ihr auch, was er gemacht hat am Ende vom Tag? Ja, und vor allen Dingen läufst du halt fast nur über Geröll und dann also die Höhenmeter. Ja. Die Höhenmeter gehen halt auch nochmal richtig rein. Vor allen Dingen, was ich so ein bisschen demotivierend, also ich bin ja echt nicht so der geübteste Wanderer und was übelst demotivierend war auch auf dem Rückweg, du läufst immer wieder hoch und runter, weil du läufst halt über so drei Ebenen von Berg zu Berg zu Berg und dann läufst du halt immer so ein bisschen die Seite vom Berg hoch und dann auf der anderen Seite wieder runter und dann immer dieses Hoch und Runter. Du hast halt nicht das Gefühl, dass du gerade runterläufst und auf dem Heimweg bist, sondern es geht halt immer wieder nochmal hoch, ne? Ja, also das ist dann irgendwann ein bisschen frustrierend, gerade wenn der Heimweg halt echt so lang ist. Ja, aber das also war ein Weg waren jetzt 40 Kilometer oder 2? Nee, hin und zurück 40 Kilometer. Ah, okay. Also das ist aber schon trotzdem heftig. Ja, ich bin glaube ich noch nie an einem Tag so viel gelaufen. Und wenn ich sonst mal irgendwie, Mai-Tour haben wir vor ein paar Jahren mal eine 20 Kilometer Tour gemacht. Das fand ich damals schon übertrieben heftig. Und ich muss auch sagen, das war absolutes Limit. Ich glaube, wir haben für die letzten 3 Kilometer irgendwie 1,5 Stunden gebraucht oder so, weil wir einfach komplett fertig waren. Vor allen Dingen, weil wir halt beide absolut untrainierte Wanderer sind. Muskelkater? Gefühlt jetzt noch. Schon eine Woche, ja. Also 3 Tage lang oder so hat man das dann doch schon noch gemerkt, gerade so beim Treppensteigen. Ja, klar. Aber es war schon heftig. Hat aber echt Bock gemacht und ich habe, weil ich die ganzen Beschreibungen dazu gelesen habe, ich habe es mir ein bisschen weniger anstrengend vorgestellt. Vor allen Dingen, weil der Typ, der uns das Haus vermietet hat, der hat auch erzählt, ja, er wandert häufiger, er marschiert dann 3 Stunden hoch von hier aus. Ja. Aber das war auch richtig witzig, so gegen 6 Uhr, so wir hatten die ersten 2-3 Stunden um da, 6-7 Uhr war, da hat uns so ein Typ in komplett Montur mit ordentlich Sportsachen und so, ist dann an uns vorbeigepleckt, kannst du schon sagen, wie so ein 100-Meter-Läufer. Und wir, 2-3 Stunden später, ne, wir waren noch nicht ganz am Berg, so eine Dreiviertelstunde davor, kommt er uns schon wieder entgegen. Okay. Der war schon wieder fertig. Das war Wahnsinn. Das war auch immer, das war danach immer so ein bisschen der Running Gag, weißt du, er läuft zweimal am Tag, der muss mittags wieder unten sein und dann geht er nochmal. Der war richtig krass, ey. Da frage ich mich auch,
bei mir lag es nicht nur am Tempo daran, dass ich mir das irgendwie zu anstrengend wäre, so schnell zu sein, sondern ich habe auch einfach extrem darauf geachtet, wo ich hintrete, weil teilweise läufst du dann doch schon so an so kleinen Klippen lang oder so. Und ich wollte mich da jetzt ungern maulen, mir irgendwas brechen und dann mal gucken, wie man nach Hause kommt, ne? Ja, klar. Vor allem, da ist ja echt unwegsam, das Ganze. Ja. Also, da, stimmt, das, aber da fand ich den Typen echt verrückt, ey. Hast du noch Urlaubsrückblick noch für eine Folge? Ein bisschen was habe ich auf jeden Fall noch, ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir die nächste Folge weiter. Die hier ist nämlich schon wieder vorbei. Vielen Dank fürs Einschalten. Seid gerne das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt, David erzählt euch aus seinem Urlaub. Haut rein und tschüss. Ciao.